Mit Konfett-Cup-Sieger Amin Younes erstmals im Kader hat der italienische Fußballspitzenklub SSC Neapel Platz 2 in der Serie A zurückerobert. Napoli setzte sich zum Abschluss des 14. Spieltages 2:1, 1:0 bei Atalanta Bergamo durch. Fabian Ruiz Zweiter brachte Neapel in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Duvan Zapata, 56. sorgte der kurz zuvor eingewechselte Ex-Leverkusener und Augsburger Arek Milik, 85. für die späte Entscheidung. Younes war im Sommer von Ajax Amsterdam zum Team von Trainer Carlo Ancelotti gewechselt. Wegen eines Achillessehnenrisses, den er sich im Juni zugezogen hatte, konnte der 25-Jährige bislang noch nicht spielen. Inzwischen fühle er sich wieder gut, sagte er dem SZ und ergänzte schmunzelnd: "Ich bin bereit und könnte gerne mal wieder ein Spiel machen."